Bachs Messias, der Podcast zum Bachfest Leipzig 2021. Bernhard Schrammeck im Gespräch mit dem Intendanten des Bachfests, Michael Maul. Folge 1: Einführung in das Konzertprojekt. Das Bachfest 2021, das findet statt, und das ist eine sehr gute Nachricht, wenn auch durch Corona verändert und modifiziert. Aber das Kernprogramm, das konnte gerettet werden. 12 Konzerte sind im Livestream zu erleben und sie stehen unter dem Motto Bachs Messias. Michael Maul hat als Intendant des Bachfests dieses Programm entwickelt und geplant. Deswegen zuerst an dich die Frage, mal ganz abgesehen von den vielen pandemiebedingten Umplanungen, wie kam es zu dieser Idee, den Messias-Titel, der ja eigentlich Händel gehört, nun auf Bach zu übertragen? Naja, das hängt eigentlich damit zusammen, dass wir ja vor 3 Jahren uns schon mal so einen prominenten Titel aus der Musikgeschichte für ein Großwerk geborgt haben. Damals gab es den Leipziger Kantatenring, ein großer Zyklus, 10 Konzerte mit den, wie wir damals sagten, 30 besten Bachkantaten. Es war ein Riesenerfolg. Die Leute waren ganz begeistert, auch in der Durchführung, nicht nur im Vorfeld, sondern auch nachdem sie viele Stunden in den Kirchenbänken gesessen hatten. Und hinterher kamen ganz viele zu mir und haben gesagt, machen Sie das bald wieder. Und tatsächlich habe ich damals schon die Grundidee zu diesem Zyklus Bachs Messias in mir getragen. Und die Grundidee war, im Grunde einen neuen großen Kantatenzyklus zusammenzustellen. Jetzt nicht die 30 schlechtesten Kantaten oder die anderen 30 besten, sondern mal zu schauen, was sind die Kantaten, die einen bestimmten Abschnitt in der Lebens- und Wirkensgeschichte von Jesus besonders plastisch erzählen, die zusammenzustellen, um eben in Musik zu einem großen Porträt in Bachs Noten von Jesu Wirkungsgeschichte zu kommen. Ja, und da liegt es ja dann irgendwann nahe, den ganz plastischen Titel zu nehmen, Bachs Messias. Und inspiriert hat dich dabei, wenn ich richtig informiert bin, das Buch eines sehr prominenten Theologen, nämlich die Jesusbiografie von Josef Ratzinger, alias Papst Benedikt, oder? Jein, also die Idee, die Lebensgeschichte Jesu von Nazareth zu erzählen in Bachkantaten, die war als erstes da. Jedenfalls stellt man dann fest, wenn man anfängt, die Stücke zu ordnen, es gibt Probleme, einfach tatsächlich auch große theologische Herausforderungen, aber auch chronologische Herausforderungen. Es werden in den Evangelien viele Gleichnisse, viele Wunder erzählt, die Jesus gesprochen oder vollbracht hat. Teilweise aber in unterschiedlichen Reihenfolgen. Manche steht bei Johannes, was bei Markus nicht steht und so weiter. Und da brauchte ich einfach einen Guide, um also die Geschehnisse jenseits von Geburt und jugendlicher Jesus und auf der anderen Seite Einzug in Jerusalem bis hin zur Kreuzigung, was ja alles irgendwie ganz klar gegliedert ist. Aber das dazwischen, da brauchte ich Hilfe in Sachen Chronologie. Und da empfahl mir jemand tatsächlich die Jesus-Trilogie, die Ratzinger geschrieben hat, während er Papst war, aber ausdrücklich nicht als Papst. Und ich muss sagen, das Buch hat mich total gefesselt. Ich hatte vorher keinen einzigen Ratzinger gelesen. Und das hat mir letztlich geholfen, weil er sich eigentlich einer ganz ähnlichen Herausforderung gestellt hat. Er hat versucht, in dem Buch die 4 Evangelien zu synchronisieren. Ja, und diese Reihenfolge, in der er die Gleichnisse, die Wunder bespricht, die habe ich so ein bisschen als Muster für meinen Messias-Zyklus genommen. Und generell, die große Anlage des Buchs ähnelt sehr derjenigen unseres Zyklus. Und das habe ich ihm irgendwann mal dann geschrieben, dass er eigentlich jetzt schon so eine Art ideeller Patron unseres Projektes ist. Und er hat mir geantwortet, daraus ist wirklich ein schöner kleiner Briefwechsel geworden, der mir deutlich gemacht hat, wie sehr Benedikt die Musik Bachs liebt. Und er hat uns ja dann letztlich ein ganz schönes Grußwort zu diesem Zyklus übermittelt. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass er da in seinem Kloster im Vatikan vielleicht auch mit zuhört, zuschaut. Das wäre sehr schön, wenn Bach auch in den Vatikan kommen würde. Nun hattest du das ja zunächst ganz normal geplant als ein Bachfest ohne irgendwelche Beschränkungen. Und da denken wir jetzt erstmal auch noch nicht drüber nach, sondern ich würde gern wissen, wie hast du die Werke ausgewählt und welche Ensembles hast du dann eingeladen? Ja, also ganz ehrlich, der erste Schritt war, ich bin einmal quer durchs BBV gegangen, vor allem mit den Kantatentexten, und habe mir dann einfach mal notiert, welche Kantaten sind ganz nah an der historischen Schilderung eines bestimmten Ereignisses im Leben Jesu dran oder eines bestimmten Wunders, Gleichnisses. Und da kam ich so auf 40, 45 Stücke, die ich in der engeren Wahl hatte. Und da habe ich natürlich geschaut, wie kriege ich das jetzt alles in eine schöne Reihenfolge? Wie stelle ich sicher,
Zum einen, dass die maßgeblichen Ereignisse im Leben Jesu auch wirklich dabei sind. Der Zyklus war dann eigentlich relativ schnell gestaltet. Und es war auch klar, um eine fortlaufende Handlung zu haben, reicht die Musik allein nicht, sondern bei manchen Kantaten wird zwar viel die historische Handlung reflektiert, aber es fehlt die Erzählung. Das, was wir in den Passionen von Bach mitvertont haben, den Evangeliumstext, den besorgt dann einfach bei den Kantatenkonzerten 10 von 12 ein Sprecher, der einfach die Evangeliumstexte liest. Und ja, was die Interpreten betrifft, da war eigentlich auch mein Ziel, ähnlich vorzugehen wie beim Kantatenring. Damals haben wir ja gewissermaßen ausschließlich die alten Recken eingeladen. Also meine Formel war damals, diejenigen, die schon das gesamte Bachsche Kantatenwerk eingespielt haben, die habe ich alle gefragt und es haben alle mitgemacht. Und die wollte ich diesmal auch wieder dabei haben, aber zum anderen auch, also so einen schönen 50-50-Mix, die Arrivierten und zum anderen die Jungen. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Also vom Kantatenring sind alle wieder dabei, außer John L. Gardiner, der einfach stand vor 3 Jahren, jetzt eine große Opernproduktion gehabt hätte und deswegen nicht verfügbar war. Aber dafür haben wir jetzt eben jenseits der Kantatenring-Interpreten einfach total interessante jüngere Ensemble dabei. Václav Lux mit dem Kollegium 1704, Rias Kammerchor mit Justin Doyle. Also das war mir wichtig, dass wir ein bisschen variieren gegenüber dem Cast, den wir 2018 gehabt hatten. Ja, du hast schon angedeutet, es gibt ein Wechselspiel zwischen Musik und Bibelwort. Wen hast du da gefunden, der die Bibeltexte spricht? Das war ganz schön. Also als ich mich dann erstmal auf dieses Konzept mit den Lesungen festgelegt hatte, was wir auch durchaus schon vorgeprobt hatten, im Kantatenring haben wir auch vor jeder Kantate, auch um Zäsuren zwischen den Stücken zu haben, den dazugehörigen Evangeliumstext gelesen. Und als ich das dann zusammengestellt hatte, hatte ich überlegt, arbeiten wir wie im Kantatenring wieder mit den örtlichen Pfarrern? Oder wäre es vielleicht ganz gut, über diese 12 Konzerte hinweg letztlich eine Person zu haben, die so ein bisschen den roten Faden bildet? Und da erschien es mir doch sinnvoll, da einen Schauspieler zu nehmen. Und dann habe ich hin und her überlegt, also was ist ein passender, wo ich einerseits den Eindruck habe, er könnte was mit Johann Sebastian Bach anfangen und zum anderen sich auch irgendwie in den Dienst der Sache stellt, ohne sich das zu sehr selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Und ich bin am Ende bei Ulrich Nöten gelandet, bekannter deutscher Schauspieler, von dem ich mir dann noch ergoogelt hatte, dass er selber aus einem protestantischen Pfarrhaus stammt, aus Augsburg. Ich habe mich dann mit ihm getroffen, habe ihm das Projekt vorgestellt und er kriegte leuchtende Augen und hat gesagt, Herr Maul, Sie machen mir eine riesige Freude, das mache ich total gern. Ich kenne seit Kindheit die Bach-Kantaten und auf dieses Projekt freue ich mich ganz gewaltig. Ja, und so ist es zu der Zusammenarbeit gekommen. Und ich muss sagen, also das, was ich bislang jetzt schon so mitgekriegt habe, wie er es macht, von der Kanzel herunter, also besser hätte ich es mir nicht wünschen können. Und es ist nicht nur Wort, was hier zur Musik dazukommt, sondern es gibt auch ein ikonografisches Element, was zu diesem Zyklus Messias dazugekommen ist. Und zwar mit einem sehr prominenten Maler, der wieder mit dem Papst zu tun hat, mit dem ehemaligen Papst. Michael Triegel, bekannter Leipziger Maler, der breiten Öffentlichkeit tatsächlich bekannt geworden durch sein Porträt von Papst Benedikt, was er jetzt vor über 10 Jahren gemalt hatte und was damals also viel Furore verursachte. Und Triegel ist ein ganz besonderer Maler, der als Charakteristikum hat, dass er eigentlich sehr alte Techniken benutzt. Aber wenn man genauer hinschaut, stellt man eben fest, irgendwas ist anders. Er macht mit ganz alten Techniken ganz moderne Bilder und sein Hauptthema sind tatsächlich die großen biblischen Geschichten. Und es gibt von ihm etliche Porträts des Salvators, des Erlösers. Und wir hatten ja nun an sich vor, unser Bachfest 2021 generell unter das Motto Erlösung zu stellen. Ein schöner Oberbegriff auch wäre es gewesen für diesen Messias-Zyklus. Nun ist am Ende fast nur der Messias-Zyklus übrig geblieben. Aber als ich damals eben den Zyklus zusammenstellte, dachte ich, es wäre doch schön, wenn wir so einen visuellen Begleiter haben. Bin auf Triegel zugegangen, habe ihm als erstes gesagt, Herr Triegel, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, Benedikt. Sie haben ihn gemalt, ich
wechsle gerade mit ihm Briefe und für das Projekt, was ich hier vorhabe, habe ich ein ganz schönes Geleitwort von ihm bekommen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Er selber liebt Bachs Musik auch. Und wir haben dann vereinbart, dass er eben aus seinem reichen Fundus an Malereien über die verschiedenen Lebensstationen von Jesus uns Bilder beisteuert. Also letztlich ein Bild pro Konzert, was dann also letztlich visualisiert, was der Schwerpunkt des jeweiligen Konzertes ist. Man kann das leicht sehen im Netz auf der Bachfestseite. Und wir haben eine Ausstellung bei uns im Bachmuseum, wo tatsächlich viele Bilder Triels zu sehen sind, die in einem Dialog gebracht werden mit der Musik Johann Sebastian Bachs und natürlich mit den im Hintergrund stehenden biblischen Ereignissen. Also mit anderen Worten, diese Engführung Bach, Triegel, Bibel, die findet einerseits in unserem Messias-Zyklus statt, aber lässt sich zum anderen da eben auch in der Ausstellung verfolgen. Ja, und jetzt müssen wir doch über Corona reden, denn das beschäftigt uns jetzt seit über einem Jahr. Im vergangenen Jahr ist das Bachfest komplett ausgefallen, wurde nur durch eine kurze Streaming-Session ersetzt. Und in diesem Jahr nun eine doch weitgehende Absage. Viele Konzerte fallen aus, aber dieser Messias-Zyklus wird trotzdem stattfinden. Wie musstest du jetzt umplanen? Wie hast du jetzt das ursprüngliche Konzept umgearbeitet? Mit anderen Worten, was konkret gibt es bei diesem Bachfest zu hören? Ja, also es gibt tatsächlich in Sachen Messias-Zyklus die 12 Konzerte zu hören, wie wir sie auch schon vor einem Jahr im Programmbuch angekündigt haben und davon ausging, dass wir im Juni 2021 wieder volle Säle haben können. Die Modifikation ist eine, die uns letztlich die Regeln, die die Hygienekonzepte mit sich bringen, vorschreiben. Thomas- und Nikolaikirche sind beides Räume, die über keine künstlichen Klimaanlagen verfügen. Und da sagt ein Gesundheitsamt völlig zu Recht, man muss im Grunde spätestens nach 70 Minuten eine große Lüftungspause machen von mindestens einer Dreiviertelstunde oder besser nach 70 Minuten ist einfach das Konzert zu Ende. Und bis dato sind natürlich diese Konzerte geplant gewesen, irgendwo zwischen 90 Minuten beziehungsweise bis hin zu fast 3 Stunden die Matthäus-Passion. Das Gute ist, die Matthäus-Passion findet im Gewandhaus statt. Da haben wir eine tolle Lüftungsanlage, die müssen wir nicht kürzen, die bleibt wie sie ist. Allerdings bei den anderen Programmen, da musste ich schon hingehen und jetzt eine Möglichkeit finden, sie auf 70 Minuten zusammenzukürzen, ohne Substanz zu verlieren. Und ich habe das im März, April in vielen Nächten in harten Verhandlungen mit mir selbst gemacht. Und ich würde es jetzt mal so formulieren, und das ist jetzt kein Schönreden. Ich glaube, dass diese Kürzungen, mit denen wir jetzt einfach mal leben müssen in dieser Zeit, um das Konzert überhaupt möglich zu machen, eigentlich dem Konzept sogar zuträglich sind. Weil wir haben es ja in aller Regel so, dass eine Bach-Kantate einerseits das historische Ereignis schildert musikalisch, aber dann auch ganz schnell reflektiert und uns mit den Mitteln der Musik eine Art Predigt hält. Und das ist natürlich wichtig, wenn man die Kantate für sich nimmt. Aber bei der Idee, einen großen Zyklus zu entwickeln, der einfach mal zeigt, wie Bach sein Leben lang immer wieder Mosaiksteinchen zu diesem großen musikalischen Porträt des Messias hinzugefügt hat, da kann man sich auch mal herausnehmen, dass man vielleicht diese stark ins Hier und Jetzt oder in dem Fall ins 18. Jahrhundert reflektierenden Passagen, dass man die auch mal weglässt. Und deswegen, also kann ich verraten, ich habe mich vergangen an den Kantaten dahingehend, dass ich eben teilweise bei den Stücken dann Teile rausgekürzt habe. Aber das immer, was die historische Handlung wirklich schildert, das ist in aller Regel drin geblieben. Es gibt auch viele, viele Kantaten, da habe ich mich einfach nicht rangetraut. Das sind einfach so schlüssige Meisterstücke in sich. Herr, gehe nicht ins Gericht. Wie könnte man in dieser Kantate auch nur einen Takt rauskürzen? Aber zum anderen, vielleicht anderes prominentes Beispiel, die Kantate, die viele Menschen auch sehr lieben, gleich wie der Schnee und Regen vom Himmel fällt. Wundervolles Stück. Das hat in der Mitte diese große Litanei, die geht fast 11 Minuten. Allerdings das, was die Essenz der Kantate ist, ist ja eigentlich eine Schilderung des Gleichnisses vom Seemann. Und das wird abgehandelt instrumental in der Sinfonia. Und danach gibt es dann einfach diese Passage, wo der eigentliche Bibeltext, das Gleichnis, gesungen wird. Das habe ich drin gelassen und habe die Litanei gnadenlos rausgekürzt, damit ich wenigstens die Essenz des Stückes für den Messias-Zyklus retten kann. Und dadurch würde ich mal sagen, bleiben wir eigentlich insgesamt sehr viel näher an der Handlung. Natürlich kann man enttäuscht sein. Da fliegt der ein oder andere kostbare musikalische Edelstein raus. Aber es ist immer noch
großartige Musik im Überfluss dabei. Das ist ja das Gute bei Johann Sebastian Bach. Und vielleicht ist es so, dass das, was wir jetzt aufführen, noch sehr viel konsequenter die Idee aus eben all diesen Mosaiksteinchen, die der Bach geliefert hat, zur gesungenen Jesusbiografie, ein in sich schlüssiges und seltener abdriftendes großes musikalisches Gebilde zu formen. Nun sind das sehr verschiedene Kantaten natürlich, die du ausgesucht hast und auch diese drei Oratorien und die Matthäus-Passion. Gibt es denn irgendetwas, was du vielleicht als roten Faden bezeichnen würdest in der Musik, abgesehen jetzt vom Bibeltext? Naja, einerseits sind es natürlich die Lesungen, das ist nun keine Musik. Aber es ist eben auch so, der Jesus selbst kommt häufig zu Wort, ganz klar. Und zwar nicht nur in der Matthäus-Passion. Viele dieser Kantaten, die die Gleichnisse und Wunder reflektieren, haben dann Bibelzitate, wo die Vox Christi zum Einsatz kommt. Und das ist vielleicht der rote Faden. Natürlich ist das so, in den ersten drei Konzerten wird das noch nicht die große Rolle spielen. Ja, also auch beim Weihnachtsoratorium singt ja Jesus noch nicht selbst. Seine ersten Worte, die bringt er dann bei dieser herrlichen Kantate »Mein liebster Jesus ist verloren«, also die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel, wo ja erstmal die Klage darüber kommt, »Mein liebster Jesus ist verloren« und dann das erste Mal dieser berühmte Bach-Jesus-Bass eben den Eltern und uns erläutert, warum das jetzt ganz genau so sein muss. Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? 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 Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? In dem, was meines Vaters ist? Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? In dem, was meines Vaters ist? In dem, was meines Vaters ist? Also die Vox Christi hat Bach immer wieder verwendet und die wird auch immer wieder in den Kantaten zu hören sein. Genau, und es ist ja auch interessant, also häufig setzt Bach die Vox Christi den Bass ein, oft dann begleitet von Streichern in so ganz komischen Zwittern aus Arie und Rezitativ irgendwo dazwischen. Gibt es tolle Momente, aber zugleich wird man merken, dass ja Bach auch durchaus andere musikalische Codes hatte. Also zum Beispiel, wenn die Seele zu singen hat, ist das oft der Sopran. Herzensangelegenheiten. Das legt er sehr, sehr oft dem Alt in den Mund. Aber klar, diese donnernden Bassstimmen, das ist sozusagen die Vox Christi, die uns als roter Faden doch dann durch fast alle Konzerte begleiten wird. Und eine abschließende Frage noch zu diesem einleitenden Teil. Was wünschst du dir als Intendant des Bachfestes und als der, der diesen Zyklus konzipiert hat, von diesen Konzerten? Was sollen die beim Publikum weltweit bewirken? Also, wir haben diesen Zyklus jetzt nicht gemacht, um Menschen, die vielleicht bibelfern sind, jetzt zu missionieren. Das nicht. Aber ich glaube, der Zyklus bietet die Chance, durch diese Fokussierung auf diese historischen Ereignisse und den Versuch, eine Art gigantisches Jesus-Oratorium zu formen, einfach mal festzustellen, wie nah
Bachs Kantatenschatz eigentlich auch an dem ist, was uns die Passionen liefern. Plastische Schilderung dieser historischen biblischen Ereignisse. Und ein schönes Begleitprodukt, finde ich, ist, dass man dadurch selber sich mal wieder diese doch für die Menschheitsgeschichte ganz wichtige Wirkungsgeschichte Jesu von Nazareth, man sich nochmal näher bringt, sich damit auseinandersetzt. Das alles vorgetragen in Bachs Musik ist natürlich ein wunderbarer Übermittler. Aber ich glaube, es lädt tatsächlich ein, dass wir alle, die wir von mir selber sprechen, also ich bin ein Protestant, ja, meine Eltern haben mich taufen lassen und ich bin irgendwann konfirmiert worden und ich hatte Konfirmandenunterricht und da habe ich sicherlich ein bisschen was gelernt, aber ganz viel auch vergessen und habe einfach so ein ganz typisches Halbwissen über all die Ereignisse, Wunder, Gleichnisse Jesu. Und der Zyklus trägt doch spielerisch dazu bei, das mal wieder aufzufrischen und vielleicht auch zu vertiefen und festzustellen, der Jesus hat wenig so wirkungsvolle Botschafter gehabt wahrscheinlich, wie Johann Sebastian Bach in seinen unfassbar eindrucksvollen, zeitlosen musikalischen Soundtracks. Bachs Messias, der Podcast zum Bachfest Leipzig 2021. Bernhard Schrammeck im Gespräch mit dem Intendanten des Bachfests, Michael Maul.